Hallo liebe Spielzentrumfreunde, willkommen zu einem neuen Composing bzw. Tutorial. Ihr kennt vielleicht diese zwei Bilder von mir ich dachte, ich mache dazu vielleicht noch ein neues, aber nicht genau mit denselben Tieren, weil ich glaube, die Geschichte ist erzählt. Ich habe dazu zwei andere Tiere ausgewählt, die zeige ich euch gleich mal. Und jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen vom Entwurf bis hin zum fertigen Composing. Dazu lade ich euch gerne ein, mich zu begleiten und einfach ein bisschen Spaß haben und lernen. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Also, habt viel Spaß und bis gleich am Rechner. Ich zeige euch mal, welche Bilder ich ausgesucht habe. Die Recherche wollte ich euch nicht unbedingt zeigen, aber jetzt seht ihr mal, welche Tiere ich ausgesucht habe. Es ist zum einen der Gepard, zum anderen das Impala, die ja auch in der Wildnis zwei natürliche Feinde sind, wie Löwe und Zebra. Und das hier ist das Basisbild, das ich wählen will. Und zwar hier tausche ich Mann und Frau aus mit dem Geparden und dem Impala. Und der Gepard soll nachher dem Impala so quasi wie ein Geheimnis erzählen. Also wir fangen an mit diesem Bild hier, ziehen das mal in Photoshop. Und da die anderen zwei auch quadratisch waren und ich gerne das quadratische Format habe, wandeln wir das jetzt oder machen wir hier mal ein quadratisches Format draus. Machen wir erstmal ein Smart-Objekt, eine neue Ebene, Doppelklick auf die Ebene und haben dann noch eine Füllebene. Ändern die Reihenfolge, die Füllebene wird auch gelb und dann vergrößern wir die Arbeitsfläche auf ein Quadrat von 7, 9, 5, 2 von unten nach oben. So, das ist erstmal alles. Das ist jetzt quasi unsere Leinwand. Die behalten wir auch in der Größe mal so bei. Na? Und beschneiden das dann später, wenn wir hier noch ein bisschen zu viel Luft drumherum haben. Aber jetzt fangen wir mal an und bauen unsere Elemente hier ein. Als erstes würde ich den Kopf von dem Impala wählen, ziehen wir das hier rein. Das wird alles erstmal ganz grob, die Skizze. Und um die maximale Qualität zu erhalten, mache ich mir gleich hier mal ein Smart-Objekt. Dann Auswahl, Motiv. Das wählt mir hier dieses Motiv schon mal relativ gut für eine schnelle Entwurfsphase aus. Wir nehmen das Lasso und maskieren diesen Teil noch aus. Dann haben wir mal nur den Kopf, ziehen den Kopf hier drauf. Den brauche ich oben drüber. Und platzieren wir mir den mal hierher. Der wird noch ein bisschen größer, Command und T. Ziehen den noch ein bisschen größer. So, ich denke, so könnte das passen. Bestätigen das mit Enter. Wunderbar. Dann nehme ich mir mal den Kopf von dem Geparden. Dazu habe ich mir dieses Bild hier ausgesucht. Der sieht doch schon so aus, als würde er mit jemandem ein Geheimnis erzählen und dabei lachen. Also der hat für mich wunderbar gepasst. Den ziehe ich mir jetzt hier auch rein. Selbes Prozedere. Wir machen ein Smart-Objekt draus. Und Auswahl, Motiv. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir verbessern die Maske noch ein bisschen. Doppelklick auf die Maske selbst, öffnet mir dann hier diesen Dialog, in dem ich einfach noch die Maske ein bisschen verbessern kann, quasi das Grün um das Fell herum schon mal ein bisschen ganz grob entfernen. Ja, das passt schon für mich. Später wird einiges von dem Fell, das dann fehlt, von Hand dazu gezeichnet. Aber keine Angst, da müsst ihr euch nicht Strich für Strich anschauen, sondern das gibt es dann in einem Zeitraffer. Gut, jetzt habe ich hier kein Smart-Objekt, deshalb nehme ich mir die Maske hier auf das Smart-Objekt, lösche mir die eigene Maske. So, gut, dann maskiere ich mir das noch aus, was ich nicht brauche für den Moment.
Maske füllen mit schwarz oder Ebene, Auswahl füllen mit schwarz. So, dann nehme ich mir das auch hier rüber. Der ist noch ein bisschen groß. Dann spiegeln wir den erstmal über Command und T, spiegeln, bearbeiten, transformieren, horizontal spiegeln. Dann machen wir den noch ein bisschen kleiner. So könnte der doch dann schon mal ganz gut funktionieren. Okay, das sind jetzt mal die beiden Köpfe. Als nächstes brauche ich die Arme. Also das hier kann ich schon mal wieder zumachen. Das hier auch, brauche ich auch nicht mehr. Das speichere ich mir jetzt mal. Gepard plus Impala Tutorial. Kapitel 1. Gut. Okay. So, für die Arme habe ich mir von dem Impala hier dieses Impala gewählt. Das nehmen wir auch mal hier wieder rein. Da machen wir jetzt Motivauswahl. Gut. Das wird hier, das Fell ist so glatt. Die Auflösung ist auch nicht so besonders. Da müssen wir nachher noch ein bisschen tricksen. Aber das reicht mir so erstmal. Jetzt mache ich hier ein Smart Object draus. Mit dem Lasso wähle ich mir diesen Teil hier aus. Ich nehme das für die Arme. Kopieren, einfügen. Okay, mache mir hier ein Smart Object. Und den nehme ich jetzt erstmal für diesen Arm. Dazu Command und T, transformieren. Das Ding noch ein bisschen, den Arm noch ein bisschen größer. Vielleicht auch noch spiegeln, dass der Huf quasi als Hand nach innen geht. Dann kann ich das nachher noch, die Geste noch ein bisschen beeinflussen. Und zwar den Huf so ein bisschen vermenschlichen. Ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Maske. Ihr fragt, wie ich auf die Maske komme hier unten. Auf der Ebene, hier auf diesen Knopf, öffnet mir eine Ebenenmaske und dann kann ich hier mit Schwarz oder Weiß draufmalen. Schwarz deckt mir das ab, was ich nicht mehr sehen will. Weiß macht mir das wieder sichtbar. So, jetzt hole ich mir noch den anderen Arm. Da nehme ich gerade dasselbe nochmal. Kopieren, einfügen. Smart Object. Smart Object, genau. Und drehe mir das dann hier mal schon mal so hin, vergrößere mir das. Hier müsste ich eventuell zwei Teile draus machen. Schauen wir mal. Ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Das dupliziere ich mir mal für später, für den Unterarm und für den Oberarm. Maske. Das maskiere ich mir mal. Und das hier auch. Das nehmen wir dann als Oberarm. Das kann man nachher noch ein bisschen vergrößern. Und das hier ist mein Unterarm. Den nehme ich dann hier unten drunter. Auch von der Größe noch ein bisschen anpassen an den anderen. Vielleicht brauche ich dann den Teil als Ellbogen und den anderen Teil sogar. Vielleicht muss ich sogar drei Teile machen. Ihr seht, das ist am Anfang einfach wie ein bisschen ein Puzzle. Und ich mache das auch ganz grob, bevor ich mir zu viel Arbeit mache mit Teilen, die nachher vielleicht gar nicht funktionieren. Und um einfach ein Gefühl zu bekommen, ob diese Elemente funktionieren oder nicht. Aber das könnte schon mal ganz gut sein, ganz gut funktionieren und könnte auch sehr lustig werden. Also ich mache mir jetzt mal hier diese Elemente zusammen, den Gepard eigentlich oben drüber. Das hier ist mein Impala. Na, komm. Und das hier ist mein Gepard. Und das ist mein Hintergrund HG. Gut. Dann könnte ich das Ganze noch farblich, das Impala orange, den Gepard gelb. So, jetzt brauche ich mal den Arm des Geparden. Den nehme ich von diesem Bild, das habe ich mir hier ausgesucht.
Selbes Prozedere wie vorhin. Hier machen wir mal ein Smart-Objekt draus. Dann Auswahl, Motiv. Schauen wir mal, wie er das macht. Ganz gut. Aber ich muss mir hier wahrscheinlich das einfach nochmal rausholen, nochmal schneiden. Ich dupliziere mir das. Und mit dem Lasso maskiere ich mir den Rest weg. So, dann habe ich den Arm, den ziehe ich mir hier rüber, drehe mir den so hin. Ja, die Biegung vom Arm würde ja gut passen, aber ich glaube, dass die Hand in die andere Richtung gehen muss. Ja, gut. Dann drehen wir das Ganze mal um. Ja, dann muss ich das nachher noch ein bisschen verbiegen. Die Hand müsste so in etwa. Okay. Ja. Und dann nehmen wir hier, nicht von dem hier. Das können wir mal so machen. Hier können wir das ändern. Und hier nehme ich mir jetzt für den Oberarm noch hier ein Teil von dem Fell raus. Auswahl umkehren. Das ist Command, Shift und I. Und dann schwarz füllen. Dann habe ich nur den Oberarm. Und dann nehme ich den Oberarm hier mal drunter, hier hin. Den könnte ich dann noch ein bisschen größer gebrauchen. Also ganz grob, um ein Gefühl zu kriegen. Dann kann ich hier auch an der Maske schon mal das sehr schnell rausnehmen. Dann machen wir das beim Genick hier oder beim Kopf auch gerade noch schnell. Jetzt sehe ich, dass mir hier auch noch ein Teil fehlt und ich hoffe, dass das auf dem Original hier noch drauf ist. Auch gut. Wunderbar. Ja, eigentlich habe ich schon alle Elemente zusammen. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Reaktion von dem Impala auf das Geheimnis, das ihm zugeflüstert wird oder ihr. Was könnte am besten passen? Ein offenstehender Mund, ein erstauntes Gesicht quasi. Nur habe ich leider keinen Impala gefunden, wo das so war. Daher habe ich überlegt, was für ein Gesicht könnte denn hier passen? Was könnte ich denn finden, wo ich einen offenen Mund habe? Und irgendwie hat mich dieser Mund an eine Ziege erinnert. Daher habe ich mal geschaut und habe diese Ziege hier gefunden. Ja, sieht doch ganz witzig aus. Die probieren wir jetzt mal aus. Die legen wir jetzt mal direkt oben drauf. Machen wir den Impala-Ordner. So. Schieben wir uns das mal rüber und dann Auswahl, Motiv, passt schon mal, ja, dann maskieren wir uns den Rest weg. Mund vielleicht so, okay. Ja, jetzt kriegt ihr vielleicht schon eine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Schauen, Größe könnte so passen, ja. Gut, dann nehmen wir noch einen weichen Pinsel. Ganz grob und schauen mal, ob das passen könnte. Ne? Und lustigerweise sieht das ja wirklich schon, also klar, für einen Zoologen mag das sein, dass offensichtlich ist das nicht der richtige Mund. Für meine Zwecke perfekt. So, das ist ja eigentlich schon fast alles. Ich kann mir jetzt mal noch dieses ganze Bild ein bisschen zurechtschneiden. Gehen wir da noch ein bisschen rüber. So. Bestätigen das. Und ich glaube, es wäre noch ganz gut, wir maskieren bei diesem Bild hier oder beim Original das mal weg, was wir eigentlich wirklich nicht mehr brauchen später. Das wären eigentlich diese ganzen Teile. Da
Maske umkehren. Das nehmen wir jetzt mal alles schon mal weg. Schauen wir mal hier noch. Genau. Und das hier. Was nachher ein bisschen aufwendig sein wird, ist die Haare zu entfernen. Ah, jetzt merke ich auch noch, mir fehlt der Hals des Impalas. Das machen wir doch gleich auch noch. So, okay. Schauen wir mal, an dem Impala-Kopf hier ist, glaube ich, auch ein bisschen was dran. Das probieren wir jetzt einfach gerade mal hier da reinzuholen. Das sieht doch schon mal gut aus. Und für die andere Seite könnten wir eigentlich ein Duplikat davon verwenden. Dann maskieren wir den Rest weg. Command, Shift und I, Auswahl umkehren, auf die Maske, füllen die mit Schwarz. Ich habe mir die Taste F7 belegt, aber ich kann auch bearbeiten, oder wo ist das hier, Auswahl, Fläche füllen, bearbeiten, Fläche füllen. Öffnet dir einen Dialog, inhaltsbasiert und Vordergrundfarbe, so kann ich das auch machen. Aber ich habe mir diesen Dialog auf meine Taste F7 gelegt als Aktion. Könnt ihr dann auch machen, wenn ihr das möchtet. Ich kann euch das auch mal bei Gelegenheit zeigen, wie das geht. So, diesen Teil spiegeln wir dann noch. Genau, für einen groben Entwurf passt das jetzt wunderbar. Jetzt habe ich mal alle Elemente zusammen. Und das soll es mal für dieses Kapitel gewesen sein. Im nächsten Schritt passen wir das Ganze noch ein bisschen besser an und werfen dann raus, was wir nicht brauchen. Aber hier fehlt auch noch ein Teil eines Arms, das kommt auch im nächsten Kapitel. Retuschieren die Haare weg und bereinigen das Ganze mal, dass wir dann von da aus weitergehen können. Also, bis zum nächsten Kapitel. Bis dann, ciao! Willkommen zum zweiten Kapitel vom Gepard und Impala. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, ergänzen noch die fehlenden Elemente. Hier vor allem fehlt noch der Oberarm und bringen diesen Arm vom Geparden noch in Form. Passen das Ganze noch ein bisschen an, dass auch der Gepard wirklich ins Ohr flüstert. Und retuschieren hier die Haare noch weg, beziehungsweise auch die überschüssigen Arme. Und das soll es dann für das zweite Kapitel auch gewesen sein. Dann fangen wir hier mal an. Nehme hier für den Oberarm des Impalas, nehme ich mir gerne mal einen Teil, der sowieso schon existiert, weil man sieht ja nicht sehr viel und später wird hier noch relativ viel an Fell dran gezeichnet. Daher nehmen wir mal diesen Teil hier, duplizieren den über Command und J und bearbeiten. Na, machen wir Command und T, bearbeiten, transformieren, horizontal spiegeln, drehen den noch ein bisschen, dass es dort wirklich auf der Höhe des Oberarms ist. Genau, legen uns den noch da hinter den Unterarm. Genau, jetzt schauen wir mal, was wir da noch alles drauf haben. Da können wir die Maske noch anpassen. Lasso und mit Weiß. Okay. Das, denke ich, vervollständigt mir die Arme schon mal ganz gut. Was ich noch möchte, ist hier oben den Huf hier noch Richtung Kopf biegen, dass der noch wirklich so an dem Kopf dran ist. Dass auch die Geste ganz gut zu dem Gesichtsausdruck passt. Also, dann gehen wir hier mal frei transformieren. Nein, wir nehmen das Formgitter und setze mir hier mal ein paar Punkte, dass mir hier nicht verbiegt und dass die Biegung eigentlich nur hier stattfindet. So, genau, vielleicht sogar wirklich dran setzen. Das müsste man nachher mal schauen. Im Moment liegt das Ganze noch hinterm Kopf, wenn ich das richtig sehe. Nein, aber die Maske deckt das ab. Aber hinter dem, ja genau, das ist der Mund von der Ziege. Ich lege das jetzt mal so hin, bestätige das mit Enter und
Genau, dann ist das mal vervollständigt. Jetzt nehme ich die Maske hier wieder runter, weil die Maske beim Formgitter wird die Maske immer mit verbogen und dann fehlen mir irgendwie Teile. Also ich habe festgestellt, ich muss die Maske entkoppeln beziehungsweise auf eine Gruppe darüber nehmen und dann bleibt das Ganze auch problemlos. Sonst fehlen mir nachher plötzlich Teile des Originals. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Wenn das jemand weiß, bitte mir mitteilen. Okay, jetzt gehen wir noch zu dem Geparden. Ich speichere das Ganze jetzt mal schon mal unter Kapitel 2. Gehen wir zu dem Geparden und begradigen uns diesen Arm noch ein bisschen. Dafür mache ich aus dem Ganzen ein Smart-Objekt. Den Rest des Fells, der jetzt fehlt, zeichne ich hier auch wirklich mit einem kleinen Pinsel dran. Das zeige ich euch im nächsten Kapitel. So, jetzt gehen wir hier auch wieder über das Formgitter, setzen uns hier ein paar Pins. Und begradigen den Arm ein bisschen so, dass das noch ganz gut den Ursprungsarm abdeckt, dass ich das da auch nicht wegretuschieren muss. So, genau, so lasse ich den auch schon. Jetzt würde ich hier den Kopf des Impalas noch ein bisschen, des Geparden noch ein bisschen drehen. Ein bisschen nach oben setzen, dass der dann auch wirklich ins Ohr flüstert. So. Mal schauen, ob da genug Hals auch am Original noch dran ist. Das nehme ich mir von der Maske wieder rein. Ah ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. So. Okay, jetzt habe ich eigentlich alle Elemente da, wo sie sein sollen. Und würde jetzt mal am besten mir noch das jetzt wegretuschieren. Vor allem hier muss ich das T-Shirt ziemlich ergänzen. Ich habe das mit verschiedenen Werkzeugen versucht, ob das jetzt das Ausbessern-Werkzeug ist oder mit inhaltsbasierendem Füllen. Nichts hat funktioniert. Ich gehe hier auf den klassischen Stempel und komme damit hier jetzt zumindest am besten klar. Vielleicht ist das die Renaissance des Stempels. So, gut. Und das machen wir jetzt relativ grob. Ich zeichne später dann vielleicht noch Falten in das Shirt ein, je nachdem, wo ich beschließe, dass Licht herkommt. Aber ihr seht jetzt, ich mache das jetzt wirklich hier ganz grob. Das Augenmerk soll ja nachher sowieso auf den Gesichtern und auf den Armen liegen. Aber ich werde das hier jetzt erstmal zumindest so weit retuschieren, dass das ganz gut aufgeht später. Hier muss ich vielleicht ein Stück rausnehmen und drüber kopieren. Das schauen wir mal, wie das nachher am besten funktioniert. Genau, dann machen wir hier noch duschen wir das noch weg. Na, was haben wir denn hier noch hängen? Dann noch was vom Impala drüber. Ja, das machen wir gerade mal weg. Wo ist das denn drauf? Hier. Gut. Dann gehen wir wieder zurück auf die Retusche-Ebene.
das jetzt erstmal, wie gesagt, relativ grob. Einige Dinge könnten auch später vielleicht sogar im Schatten schon untergehen, je nachdem, wo das Licht nachher herkommt. So, ich glaube, diesen Arm brauchen wir dann gar nicht. Das machen wir hier weg. Genau. Na, sind wir auf der falschen Ebene? Jetzt nehmen wir mal noch von hier ein bisschen was. Schauen wir mal später, ob wir hier noch ein bisschen mehr Zeichnung brauchen auf dem Arm, auf der Schulter. Das können wir ja dann vielleicht auch wirklich manuell einzeichnen. Das Ganze gehört für mich immer noch zur Entwurfsphase. Daher, ihr seht auch später, warum ich das hier immer noch recht grob mache. Kann da auch schon mal mit einem kleinen Pinsel, mit einem dünnen Pinsel mal schauen. Hier dann den Verlauf des Kragens immer hier schon mal einzeichnen. Das Ganze funktioniert natürlich wunderbar mit einem Zeichentablett oder wie ich jetzt hier habe, mit einem Wacom Cintiq Stift Bildschirm. Da kann man hier natürlich so wild herumretuschieren, ohne dass es gleich zu Krämpfen in den Händen führt oder in den Fingern. Aber ich denke, mit einem normalen Tablett sollte das auch ganz gut funktionieren. So. Sind jetzt gleich soweit fertig, dass das schon mal alles retuschiert ist. Genau. Da fehlt mir noch ein Stück. So. Genau, da ist noch ein Stück Arm von der Dame. Ja, sieht doch eigentlich ganz lustig aus. Wunderbar, jetzt schauen wir mal noch, wo dieser Teil hier noch herkommt. Der kommt vom Geparden. Wahrscheinlich hier von der Armseite. Bauen noch eine Maske und nehmen das ja auch noch weg. So, was ich jetzt noch tun würde, ist diese Übergänge hier noch ein bisschen zumindest mal feiner machen. Das gucken wir jetzt mal an. Das ist der hier. Da habe ich so einen ganz dünnen Pinsel. Schon so ein bisschen, er heißt zwar Gras, aber das schon so ein bisschen wie Haare im Übergang hat. Und hier unten, da machen wir das gleiche auch noch. Das erstmal mit dem Lasso hier noch so ein bisschen was wegnehmen. Ne? Falsche Ebene. Diese ist es. Genau. Und würde hier dann auch noch ein bisschen mit dem hier wegnehmen. Graspinsel. Ich sollte ihn mal umbenennen, dass er eigentlich ist es ein Fellpinsel. Er funktioniert eigentlich ganz gut wie fast wie Fell. So, und mit dem werde ich nachher auch mal schon ganz grob die Kanten auffüllen, das Fell ein bisschen fluffiger machen. Aber das sehen wir dann im nächsten Kapitel. So, hier schaffen wir noch einen Übergang. Genau. Hier mal noch auf der Maske, nehmen hier noch ein bisschen was weg, bis der Arm hier übergeht. So. Und bei dem Geparden machen wir das auch noch. Genau, dann nehmen wir das hier noch weg.
Einfach nur mal ganz grob. Und dann sind wir eigentlich hier so weit, dass das zweite Kapitel schon zu Ende ist und wir wirklich schon ein Gefühl bekommen, das funktioniert. Vielleicht könnten wir die zwei Personen auch schon mal über Auswahlmotiv noch zusätzlich schon mal ein bisschen besser freistellen. Ich gehe hier auf die Maske, invertiere mir die Maske über Command, Shift und I und fülle mir dann diese Maske hier mit Schwarz auf. Spannend. Jetzt wurde mir hier die Schulter weggenommen. Gehört die dann? Die gehört doch hier dazu, oder? Ja. Wie auch immer. Wahrscheinlich muss sie nicht ganz so breit sein, aber vielleicht nehmen wir hier ohnehin ein bisschen was weg. Hier auch noch. Ja, so wirkt das Impala auch nicht ganz so breitschultrig. Ja, das ist es für den Moment. Das zweite Kapitel. Jetzt haben wir mal alle Ausgangselemente. Das nächste wird sein, wirklich hier die Kanten von den einzelnen Tierelementen, die Übergänge sauber zu machen und das Ganze hier auch nochmal ein bisschen sauberer zu machen. Einfach, dass es Fell richtig fluffig wirkt, wirklich natürlich wirkt, als hätte man sie so fotografiert. Das wird das nächste sein. Also Ende des zweiten Kapitels. Freue mich auf das dritte. Bis dann. Ciao. Willkommen zurück zum dritten Kapitel. In diesem Kapitel widmen wir uns komplett jetzt dem Fell, dem sauberen Freistellen nochmal. Und ich zeige euch dann, wie ich das mache. Ich zeichne hier nämlich die ganzen Haare von Hand nach. Ich habe viele Sachen ausprobiert und habe festgestellt, am fluffigsten und am realistischsten aus meiner Sicht sieht es dann nachher aus, wenn ich die Haare mit einem dünnen Pinsel 1:1 nachzeichne. Keine Angst, ihr müsst euch das dann auch nicht alles in normaler Geschwindigkeit anschauen. Ich beschleunige das Ganze nachher mal. Ihr könnt es dann im Schnelldurchlauf sehen. Jetzt zuerst mal werden wir hier noch ein bisschen sauberer freistellen. Das mache ich hier mal mit diesem Pinsel hier, mit diesem Art Furby. Das ist vom lieben Matthias Schweighofer. Einer auch meiner Lieblingspinsel für Fell und sonstige Dinge. Ich würde jetzt hier mal auch noch Oberarm und Unterarm gerade schon mal zusammenbacken. Muss mal schauen, vielleicht brauche ich das hier noch nicht. Lass das mal noch. Und dann gehen wir hier mal ran. Öffnen das Ganze mal noch ein bisschen. Vielleicht auch mal schauen, wie weit geht der Arm drunter. So. Das Ganze machen wir jetzt erstmal relativ grob, um dann später den Rest zu Fuß quasi mit dem kleinen Pinsel nachzusetzen. Genau, so, jetzt sind wir hier oben. Kommt das noch her? Das ist, glaube ich, noch von der Retusche. Kann das sein? Ja. Dann würde ich mal schauen, ist das hier mit drauf? Ja, dann machen wir das mal noch. So. Genau. Und
Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen sauber machen. Schauen wir hier mal noch, wie weit geht der Arm drauf. So, ich denke, das reicht dann auch gleich schon mal. So, dasselbe würde ich dann mit dem Kopf machen und dann mit einem kleinen Pinsel, aber das schauen wir uns jetzt hier gerade mal schnell an, wie ich das mache. Ich lege mir immer eine Retuscheebene drüber, hier in dem Fall für jeden Protagonisten oder für jedes Tier eine separate Ebene. Hier müssen wir mal noch schauen, ich glaube, da ist noch ein bisschen viel dran. Genau, das machen wir jetzt gerade noch schnell weg. Und dann wirklich ein bisschen in Sisyphus-Arbeit. Hier habe ich einen kleinen Pinsel, Feldzeichnen heißt der. Und mit dem ist es dann wirklich hier. Ich habe nicht gemerkt, bei vielen Fotos oder Stockmaterialien habe ich auch zum Teil unscharfe Komponenten drin. Und wenn ich hier jetzt das händisch noch ein bisschen nachzeichne, kann ich hier auch ein bisschen mehr noch eine Art Schärfe simulieren, die das Ganze noch ein bisschen realistischer macht. Ich habe eigentlich dann dadurch die absolute Kontrolle. Ja? Klar, es ist ein Haufen Arbeit zum Teil, aber für mich lohnt sich das. Nur, wie gesagt, ihr müsst euch das jetzt nicht alles in normaler Geschwindigkeit anschauen. Das machen wir jetzt im Zeitraffer. Also, viel Spaß!
soweit jetzt mal das Fell im ersten Schritt. Das Gröbste habe ich jetzt mal. Ihr habt gesehen, ich habe hier nicht wirklich alles mit einem kleinen Pinsel gezeichnet. Ich habe hier noch einen Pinsel, der den schönen Namen Gras trägt. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, wo ich den Pinsel her habe, aber ich habe gemerkt, dass er sich wunderbar eignet, um gerade hier das Fell und auch gerade die Unschärfen, da noch ein bisschen Fell einzuzeichnen. Ich zeige euch mal kurz, wie der sich verhält. Wir machen das mal hier auf eine neue Ebene. So, schwarz. Und der Pinsel hier ist eigentlich ein dünner Strich, der aber so eingestellt ist, dass er dem Winkel folgt. Und je nachdem, wie groß der ist, hier eigentlich wunderbar Fell simuliert, weil er sehr unregelmäßig ist. Wir schauen uns mal hier in die, hat in den Formeigenschaften, ist ein Winkelcheater eingestellt, das quasi dazu führt, wir haben hier 5%, dass eine gewisse Unregelmäßigkeit, ihr seht das hier, entsteht und hat eine gewisse Streuung, eine leichte Streuung noch drin. Das führt dazu, dass auch hier im Größenjitter, dass diese Unregelmäßigkeit entsteht. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich diesen Pinsel her habe. Wahrscheinlich von Matthias, irgendwo in einem seiner richtig tollen Pinselpakete. Aber in dem Fall war das nicht fürs Gras, sondern hier für das Fell. Und für das Fell hat es jetzt wirklich super gepasst. Ich würde es eventuell nachher noch ein bisschen scharf zeichnen. Die Ebene kommt jetzt mal weg. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich das scharf zeichne. Also für mich hat das jetzt nur beim Impala funktioniert. Wir gehen hier mal hin. Das ist das hier. Und ich den jetzt noch ein bisschen scharf zeichne. Vielleicht nicht ganz so stark. Aber dann habe ich hier doch eine schöne Struktur im Fell. Und dass mir die ganze Geschichte auch so ein bisschen schärfer wirken lässt auf den Armen und gegebenenfalls auch hier am Kopf nachher noch. Also wunderbar, gute Sache, dieser Pinsel hier. Könnt ihr mal selber erstellen, einfach einen Strich machen, einen Pinsel festlegen. Das zeige ich hier jetzt nicht extra. Vielleicht mache ich da mal ein kleines Tutorial dazu. Also, so, das nächste wird jetzt sein, hier noch ein bisschen, im nächsten Kapitel hier noch mal ein bisschen sauber machen hier und dann sind wir eigentlich so weit, dass wir anfangen können, Schatten einzuzeichnen und auch zu festzulegen, wo das Licht denn jetzt wirklich herkommt. Das wäre dann auch einer der nächsten Schritte. Dann machen wir noch Farbanpassungen. Ihr seht, das hier ist das Impala doch relativ bläulich im Gesicht, auch der Gepard. Das Ganze noch ein bisschen im Blau wegnehmen, aber das zeige ich dann im nächsten Kapitel. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wie ich Striche zeichne. Aber so gehe ich eigentlich vor bei den Bildern. So ist es auch bei den zwei Vorgängermotiven gewesen. Und ich finde, das sieht jetzt schon mal recht gut aus. Wartet mal ab, wenn da die Schatten da noch stimmen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Kapitel 4 wieder. Ciao! Willkommen zum vierten Kapitel, wo wir jetzt dann mal anfangen, das Licht zu setzen und auch die Schatten und Lichter einzuzeichnen. Zunächst schauen wir uns jetzt nochmal die einzelnen Figuren an, ob wir hier noch ein bisschen was bereinigen müssen. Schauen wir mal den Geparden an. Gehen wir hier mal näher. Ich habe hier eine graue Ebene, eine Farbfüllebene zur Endkontrolle. Hier sieht man auch noch ein paar Sachen, sind noch etwas unsauber. Woher kommt das? Vom Arm. Gut, dann machen wir hier einfach eine Maske drüber und zeichnen diese Dinge. Oh, das ist ein Riesenpinsel. Machen wir mal weg hier, das auch. Und hier scheint mir das auch noch ein bisschen unsauber zu sein. Das machen wir auch noch ein bisschen weg. Mit Weiß. X ändert Vorder- und Hintergrundfarbe, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Mit dem arbeite ich auch relativ viel. So, das sieht mal ganz gut aus.
Um die Zähne und das Licht hier kümmere ich mich eigentlich dann zum Schluss, wenn ich sehe, wie das Licht wirklich sich verhält auf den Körpern. Und daher lasse ich das jetzt mal. Dasselbe machen wir jetzt mal beim Impala, den schauen wir auch noch an. Sie, das sieht soweit gut aus. Das hier liegt eh unter dem Geparden, stört mich dann nicht. Und das hier mache ich später noch in einem Feintuning. Okay, jetzt haben wir die zwei mal korrigiert. Gehen wir zurück. So, ich schaue mir mal für das Licht, ne, was haben wir denn hier noch? Wo kommt das denn noch her? Tatsächlich vom Impala da noch was drauf. Vom Kopf. Da, von der Seite. Und eine dünne Linie ist da auch noch zu sehen. Ganz speziell. Gut. Nee. Und dann Command, Shift und I, Auswahl umkehren und mit Schwarz auffüllen und dann ist das Ganze weg. Jetzt aber. Gut. Das Licht. Ich habe hier, so wie ich das sehe, und ich orientiere mich jetzt hier mal ganz gern am Licht von diesen Originalfiguren. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir Licht einmal von der rechten Seite, weil es hier relativ hell ist. Wir können das auch mal noch verdeutlichen und schauen uns mal das Original an. Sie bekommt Licht von hier und er bekommt Licht auch von hier nochmal, von hier und von hier. Das heißt also Licht von rechts wie von links. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal mir zwei Lichtquellen einzeichnen. Und das mache ich ganz simpel. Ich lege mir eine weiße Farbfüllebene drüber. Ja, und bedecke mir mal die Maske mit Schwarz. Und dann pinsel ich mir hier mal Riesenlichtquellen ein. Mit diesem Pinsel hier. Und hol mir hier mal Weiß rein. Das muss jetzt noch nicht perfekt sein. Einfach für mich als Orientierungshilfe, wenn ich nachher anfange, auf den Körpern Licht und Schatten einzuzeichnen. So, das hilft doch schon mal. Gut, das ist der erste Schritt. Dann sehe ich jetzt auch noch farblich, das sieht man noch hier bei ihm, wirkt das Gelb sich natürlich, von der Umgebung, wirkt sich auf die Körper aus. Und hier mache ich mir das auch mal erstmal relativ einfach und färbe mir mal, gib den beiden neuen Teilen, Gepard und Impala, mal eine gelbe Lichtstimmung. Hier nehme ich mir das Licht oder diese gelbe Ebene, dupliziere sie mir, lege mir die über den Geparden, mache hier eine Schnittmaske, gedrückte Alt-Taste und dazwischen. Ja, sieht doch toll aus. Nein, auf weiches Licht umstellen. So, und dann Doppelklick auf dieser Ebene. Öffnet mir diesen Ebenenstil. Und hier habe ich ja diese Dreiecke, die ich dann hier so verschieben kann. Und diesen Bereich, diesen Raum dazwischen, also ich kann hier mir das auch noch aufsplitten. Ich nehme hier mit der gedrückten Alt-Taste eines dieser Dreiecke. Na komm schon. So. Was ist hier passiert? Die helleren Bereiche bekommen hier jetzt ein bisschen, beziehungsweise die dunkleren bekommen hier ein bisschen Gelb ab und passen sich schon mal so dieser Umgebungsfarbe an. Ist vielleicht noch ein bisschen viel, das kann ich dann hier in der Deckkraft regeln, aber ist doch schon mal besser als das Bläuliche. Es passt eigentlich schon mal besser in die Umgebung. Das Gleiche mache ich dann nicht. Dupliziere mir einfach diese Ebene. Leg die auf den Impala, auch gedrückte Alt-Taste, Schnittmaske. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, soweit das mal vorbereitet. Und jetzt fange ich an mit Licht und Schatten. Ich würde hier mal mit dem Gepardner anfangen. Habe ich ja hier die zwei Teile. Ich habe den Arm und ich habe den Kopf. Womit fangen wir an? Mit dem Arm. Gut, also ich lege mir
über den Arm erstmal. Ich arbeite hier viel mit Tonwertkorrekturen. Ich weiß, die Gradationskurven können das auch und können noch viel mehr. Aber mir reicht in dem Fall, reichen mir die Tonwertkorrekturen. Ich brauche hier nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich lege mir mal eine drüber als Schnittmaske und ganz simpel erstmal dunkle ich mir mal den Bereich ab, schaue mir das mal an, wie das aussehen könnte, lege hier vielleicht noch den Tonwertumfang ein bisschen zusammen. So, das lasse ich mal, fülle die Maske mit Schwarz, Vordergrundfarbe Schwarz, so. Und jetzt zeichne ich mir das mal ein. Wirklich in kleinen Schritten. Hier mal ein bisschen dunkler. Auch gerade dort, wo das T-Shirt quasi drüber kommt, das dunkler. Hier vielleicht noch. Dazu hilft es auch immer ganz gut. Ich nehme mir mal das Originalbild, lege mir das ganz oben hin, lösche die Maske raus, mache hier mal ein Smart-Objekt raus und mache mir hier so eine verkleinerte Ansicht, gerade hier, wenn ich im Prinzip die Originalsituation zur Verfügung habe, nehme ich das doch mal. So, dann wieder zurück und dann zeichne ich hier mal die Schatten ein. Wirklich in kleinen Schritten. Ihr seht, das dunkelt jetzt hier so ein bisschen ab. Ich könnte, was ich ab und zu auch mache, das Original auch einfach noch drüber legen, multipliziert und nur die dunklen Bereiche einwirken lassen. Das mache ich ganz gerne, wenn ich Gemüse oder Obst nehme, die glatte Haut haben. Aber hier in dem Fall, in dem Fell, würde man viele Details ja auch gar nicht sehen können. Und daher lasse ich das mal. Hier sehe ich auch, ist ein bisschen Schatten. Das ist jetzt wirklich in kleinen Schritten. Zeichne ich das ein. Mache das jetzt hier wirklich mal mit dem weichen Pinsel. Wenn ich sehe, das wird zu wolkig, zu wenig organisch. Ich kann das auch wieder mit diesem Pinsel, den ich euch ja schon mal gezeigt habe, der wunderbar Gras heißt, kann ich das noch ins Detail machen. Aber jetzt erstmal für den ersten Schritt gehe ich hier mal und schaue mir das mal an. Hier liegt ja die Hand hinterm Kopf eigentlich schon. Genau. Hier noch ein bisschen ein Schatten. Und so taste ich mich wirklich Schritt für Schritt an das Ganze an. Hier noch ein bisschen. Braucht natürlich nachher noch einen Schatten auf dem Impala, wo die Hand aufliegt. Das sieht man noch hier. Hier fehlen jetzt nachher noch ein paar Haare. Die würde ich zum Schluss dann auch noch einzeichnen. Bei mir kommt ganz zum Schluss noch eine Retusche-Ebene oben drüber. Wenn alles eigentlich schon gesetzt ist, das Licht und Schatten eigentlich für mich stimmen, dann gehe ich nochmal drüber und retuschiere mir oder korrigiere mir so kleine Details, wo ich merke, da ist es noch ein bisschen unsauber und so. Das mache ich dann im letzten Schritt. So, schauen wir mal. Na, wird doch schon besser. Gut. Dasselbe noch mit einer Belichtungsebene. Schon mal ein bisschen Licht einzeichnen. Das ist relativ viel. So, auch wieder schwarz abdecken. Und da hier ja Licht hinkommt, können wir uns ja hier schön dran orientieren. Hier auch noch ein bisschen. So. Vielleicht hier noch ein bisschen. Die Tatzen müssten ja so ein bisschen vorstehen. Dann wird es ein bisschen plastischer. Gut. Das lassen wir mal. Machen wir weg. Ja, ist doch schon mal ganz gut. Okay. So, dasselbe machen wir mit dem Kopf. Wir nehmen hier wieder eine Tonwertkorrektur, Schnittmaske, dunkeln das mal ab. Hier noch ein bisschen. Okay, ja, passt. Vielleicht blende ich die hier mal ein. Ja, gut. Wieder mit Schwarz abdecken. Dann mit einer Maske. Und das Ganze einzeichnen. Da oben. Das Schöne ist, wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwo ein bisschen zu viel drin,
Das kann ich alles wieder wegnehmen, wieder dazu malen, wirklich mich schrittweise annähern und mal schauen, wie es dann am Ende wirklich passt und gut aussieht. Wo sind wir? Hier. So. Machen wir es denn zum Beispiel auch hier die Barthaare. Das müsste dann ein bisschen dunkler sein, weil der Kopf dann davor. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das mit den Zähnen und so, das mache ich dann zum Schluss. So, hier könnte es dann nachher wirklich den Graspinsel brauchen, dass ich dann hier noch ein bisschen, weil jetzt sieht es doch arg wolkig quasi aus, aber das machen wir dann nachher, wenn ich weiß, dass es dann so eigentlich auch stimmig ist, der Schatten. Hier noch so ein bisschen. Komme ja schon fast vor wie Bob Ross. Ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Also, wer Bob Ross kennt. Ich selber habe das nur mal gestreift, habe mir das mal angeschaut, bin meistens dann auch eingeschlafen. Wenn ich mal reingeschaut hatte, also ja, er hatte so eine schöne, sonore, einschläfernde Stimme. Zumindest dachte ich das so, hat das auf mich so gewirkt. So, das kommt doch schon mal ganz gut. Okay, auch hier eine Belichtungsebene noch drüber, um noch erst mal ein bisschen was aufzuhellen. Vielleicht nicht ganz so viel. Und dann schauen wir mal, braucht vielleicht weiß. Hier mal die Wangenknochen ein bisschen hervorheben. Hier auch das Ohr. Müsste ja eigentlich auch im Licht sein hier. Von der Seite auch. Und hier hellen wir das Fell noch ein bisschen auf. So. Das muss noch nicht perfekt sein. Ich mache das gerne noch in einem zweiten und vielleicht sogar im dritten Schritt. Aber so macht er das mal weg. Ja, das wird doch schon mal richtig gut. Vielleicht werde ich dann später auch noch hier die Gelbsättigung ein bisschen rausnehmen von dem Shirt und auch wirklich das Shirt selber. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Da noch ein bisschen mehr Zeichnung reinbringen. Das mache ich eigentlich genau gleich. Ich werde hier auf dem Bild hier, wo die zwei Figuren drauf sind, Tonwertkorrektur, das Ganze mal ein bisschen dunkler machen, wirklich viel dunkler eigentlich, extreme Zeichnung reinnehmen, mal schauen, vielleicht müsste man dort dann auch noch die Sättigung wieder rausnehmen, weil das könnte sein, dass es jetzt hier sehr gesättigt wird, sehr rotstichig wird, ja. Aber das kann man ja nachher noch mit einer Sättigung rausnehmen. Aber grundsätzlich, einfach um hier noch ein bisschen Zeichnung reinzubringen, ganz schwacher Pinsel. Das schadet nicht, dass es noch ein bisschen Zeichnung hat, weil mir doch dieses Shirt hier sehr ausgebleicht ist. Ihr seht, wie viel da eigentlich noch drin ist. Ja? So, mal für den ersten Schritt. Ich nehme nachher dann, wie gesagt, hier noch Sättigung raus. Das kann ich ja auch im Prinzip genau dasselbe. Nehme hier eine Farb- und Sättigungsebene, Schnittmaske und dupliziere mir das einfach hier. Dann nehme ich hier die Sättigung raus. Schon mal nicht schlecht. Hm? Vielleicht ein bisschen viel, vielleicht auch noch manuell nachher machen. Wenn ich die Sättigung ganz, ich kann die Sättigung eigentlich auch ganz von Hand reinsetzen. Die Farbtonsättigung. Ja, ich glaube, ich fülle mir die Maske nochmal auf. Und dann kann ich das manuell machen.
und nehme da schon mal ziemlich viel wieder raus. Färbe mir das nachher vielleicht noch ein bisschen mit Gelb ein. Aber so, ich taste mich dann schrittweise daran. Alles mit so Tonwertkorrekturen, Farbtonsättigung. Sieht doch schon mal besser aus. So, und das Gleiche werde ich jetzt mit dem Impala machen. Dazu beschleunigen wir das Ganze, weil diese Arbeitsschritte wiederholen sich immer wieder. Ihr könnt mir ja gern ein bisschen im Zeitraffer dabei zuschauen. Ich lasse sowas gerne immer mal wieder liegen, damit ich einen frischen Blick habe. Jetzt gerade auch hier diese Farbstellen und viele kleine Details, die jetzt durch den Schatten hier, Licht und Schatten rausgekommen sind, dass man die dann nochmal mit einem frischen Auge sieht. Daher im fünften Kapitel quasi geht es dann ans Eingemachte, ans wirklich ans Feintuning. Wir könnten hier noch ein bisschen Schatten brauchen und so, dass das Ganze noch plastischer wird. Auch die Lichtreflexionen in den Augen des Impalas und so weiter. Das schauen wir uns im nächsten Kapitel an. Aber ich glaube oder ich finde, wir sind hier schon recht weit gekommen. Das Ganze wirkt schon recht realistisch aus meiner Sicht. Freut euch auf das nächste Kapitel und bis demnächst. Ciao. Wir sind jetzt mittlerweile schon beim fünften Kapitel, wenn man es mal so nennen will, angelangt und nähern uns eigentlich auch schon dem Endergebnis aus meiner Sicht. Ich gehe hier jetzt mal noch ein bisschen auf die Gesamtansicht, habe mir hier mal die Details gerade noch angeschaut und doch noch einige Dinge festgestellt, die ich jetzt noch korrigieren will. Das wäre, also ich habe mir eine kleine Liste gemacht, das wäre diese Liste hier. Vor allem das Shirt des Impala oder vielmehr der Person hier drunter. Durch das Verstärken der Schatten kamen doch einige Unsauberkeiten. Der Retusche hier stärker ans Tageslicht. Dann den Schatten auf den Shirts im Allgemeinen, finde ich, könnte man noch ein bisschen verstärken, dass das noch ein bisschen plastischer wird. Den Geparden hier, gerade das Maul, das ist noch unscharf bzw. überstrahlt hier ausgebrannt. Das retuschieren wir noch. Und dann viele Feintunings hier. Der Hinterkopf hier ist mir zu dunkel und so weiter. Das machen wir jetzt noch Schritt für Schritt. Und kann sein, dass ich zwischendrin immer mal wieder ein bisschen das Ganze im Zeitraffer laufen lasse. Je nachdem, wie viel Aufwand das für die einzelnen Details war. Aber das hier mache ich jetzt mal weg.
Und dann gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt hier durch. Das Erste, was ich mache, hier lege mir eine neue Retuscheebene über diese ganzen Teile an, also sprich über diese Gruppe. Hier sind die Basiskörper drin und zwar auch über diesen Schatten, den ich eingezeichnet habe. Da sehe ich jetzt auch besser, das nenne ich jetzt mal Retusche, sehe ich auch besser, was noch zu retuschieren ist. Das sieht man hier so im einzelnen Detail. Vieles gerade auch durch den Stempel. Aber ich mache das jetzt wieder mit dem Stempel weitgehend und kann diese Unsauberkeiten dann noch gerade schnell rausnehmen. Ja, Fluss ist ganz gut. So, vielleicht gehen wir hier im Fluss noch ein bisschen runter. Gehen, machen das Ganze noch ein bisschen sauberer. Überall dort, wo man die Haare noch sieht. Und auch vor allem der Kragen, der ist mir sehr stark aufgefallen. Und einiges davon werde ich dann auch einfach noch mit einem weichen Pinsel noch rein retuschieren. Das sehen wir dann im Einzelnen noch, was da am besten ist. Ich bin da eher so der Bequeme dann. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Hier ist noch ein bisschen, auch hier. Sieht alles ein bisschen fleckig aus noch. Hier durch die Retusche von vorher. Aber, ups, hat sie ja zwei Ebenen angelegt. Und ja, vor allem der Kragen, der stört mich noch. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch von Hand, beziehungsweise nicht mit dem Stempel. Mal schauen. Bei, ja. Das. Mal schauen, wie weit wir hier mit dem Stempel noch kommen. Und dann gehen wir mit einem kleinen Pinsel noch dran. Zeichnen uns das noch so ein bisschen ein. Das ist dunkel. Machen wir den Kragen hier noch so ein bisschen rein. Ergänzt das noch ein bisschen. Ich denke, das funktioniert so ganz gut. Und noch mit einem weicheren Pinsel nachher noch ein bisschen einzeichnen. Und dann glaube ich, kommen wir da auch ganz gut hin, dass der Kragen das ein bisschen noch bereinigt wird. Ja, ich denke, das funktioniert. Na, das war wohl jetzt. Gehen wir im Fluss noch weiter runter. Ich arbeite hier gern eher mit dem Fluss als mit der Deckkraft. Ja, ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt mal so. Wie sieht es hier noch aus? Ah, hier sind auch noch ein paar Haare zu sehen. Das kann ich jetzt auch noch einfach mit dem Pinsel machen. Schauen, ob hier unten noch ein bisschen was zu tun ist. Ja. Hier haben wir auch noch ein paar so Stellen, die nicht ganz so schön aussehen.
So, das soll es mal, was das Shirt anbetrifft, mal gewesen sein. Wo haben wir denn jetzt diesen Flecken her? Speziell. Das machen wir mal weg. Gut. Ich finde, das können wir so lassen. Vielleicht kommen nachher, wenn wir hier ein paar Schatten noch verstärken, kommt da noch was dazu. Hier war das eigentlich okay. Okay, das ist der eine Punkt. Jetzt gehen wir mal an das Maul vom Geparden. Und das müssen wir wirklich nachzeichnen. Alles das, was mir hier fehlt, zeichne ich jetzt nach. Ich nehme aber das Gelb oben drüber mal weg, weil sonst wirkt sich das in den aufgenommenen Farben aus. Neue Ebene, auch wieder eine Retusche-Ebene. Ja, zu schnell getippt. Nehme mir wieder meinen Pinsel hier. Und dann zeichnen wir das Ganze mal ein bisschen nach. Schauen, vielleicht müssen wir nachher die Farben noch ein bisschen wegnehmen. Aber so, dass es zumindest von Weitem ein bisschen einen besseren Eindruck hinterlässt. Ich weiß gar nicht, warum die Zähne hier, ist das eher die Zunge? Ja? Schauen wir mal, ob das auf dem Maul könnten wir ja auch eigentlich auf dem Kopf noch ein bisschen, das müsste hier sein, noch ein bisschen sauberer machen. Das schaut mir hier nicht so sauber aus. So. Na, vielleicht probieren wir es mal so rum. Genau, dann gehen wir wieder auf die Retusche-Ebene. Zum Glück sind wir alle keine Biologen bzw. so kundig, oder die wenigsten der Betrachter dieser Bilder sind, was die Tierwelt anbetrifft, so kundig, dass sie nachher sagen, oh, die Zähne müssten so und so aussehen. Es muss einfach nur für einen selber plausibel wirken und also für mich zumindest, und dann. Wenn das im ersten Moment glaubwürdig erscheint. Genau, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen mit einem weicheren Pinsel. Ein bisschen hier so. Vielleicht mache ich das auch gerade hier alles gelb, damit das einfach ein bisschen weicher wird. So, das lasse ich jetzt so. Funktioniert für mich. Das ist das. Jetzt zeichnen wir auf dem Shirt noch ein bisschen mehr Schatten ein. Dazu nehme ich mir hier gerade nochmal eine Schattenebene. Tonkorrektur, gehen wir noch ein bisschen dunkler. Genau, da so ein bisschen Schatten einzeichnen. Gut. Füllen wir wieder mit Schwarz. Nehme hier diesen Pinsel nochmal, ganz schwach. Dann hole ich mir hier noch ein bisschen Schatten rein. Wo ich denke, das müsste hier noch ein bisschen hier unten. Oben ist der Arm, hat mehr Abstand zum Shirt, dann unten kommt er dann immer näher. Genau, auch hier. Vielleicht doch ein bisschen stärker. Hier und hier. Bisschen noch. So. Kann auch hier
die Falten noch ein bisschen verstärken. Den Kragen noch ein bisschen. Oh, das war vielleicht zu viel. Hier kann man ein paar Falten einzeichnen. So, ich denke, hier unten könnte es noch ein bisschen mehr vertragen. So. Wunderbar. Dasselbe hier vielleicht noch. Genau. Okay. Dann habe ich hier noch den Hinterkopf des Geparden. Hier sind mir ein bisschen die Schatten so dunkel geworden. Das nehme ich hier mal wieder weg, weil das Licht eigentlich von dieser Seite kommen sollte. Ist das hier? Das ist beim A. Wir sind auf dem Arm. Hier. Nehmen wir das mal weg. Und hier auch noch weg. Und eigentlich müsste es heller werden. Das Ganze nehme ich dann, zeichne ich hier mal mit dem Pinsel ein. Das ist dieser Graspinsel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dann wird das nicht ganz so wolkig und einheitlich. Ja, das kommt doch eigentlich ganz gut hier rein, das Licht. Auch hier noch ein bisschen hier. Hier ist auch noch eine Belichtungsebene. Na? Gut, dann stimmt das mit dem Nacken auch. Hier. Okay. Und grundsätzlich sollten vielleicht auch auf den Shirts, sollte noch ein bisschen gelbes Licht drauf. Das Umgebungslicht sollte sich ein bisschen auf die Shirts auswirken, meiner Meinung nach. Dazu nehme ich gerade auch eins von diesen hier, von diesen Ebenen, dupliziere mir das und gehe hier mit drauf. Stell das mir auf Farbe um. Stell mir das wieder zurück. Das ist die Einstellung, die ich bei den weichen Lichtebenen hatte. Okay. Und bedeck mir das wieder. Und dann mit einem ganz, ganz weichen Pinsel. Na, wo ist denn mein Pinsel? Der hier. Und zeichne mir ganz schwach noch ein bisschen Gelb ein. Ist vielleicht schon fast zu viel. Nur ein Hauch des Umgebungslichts. Das macht es dann noch ein bisschen realistischer. Gut. Hier vielleicht ein bisschen viel. Okay. Was ich noch gedacht hatte, was vielleicht noch ganz gut wirkt, wenn hier der Kragen eigentlich über dem Geparden ist, dazu könnte ich mir den gesamten Geparden hier mal noch maskieren. Und ein bisschen von dem Fell wieder hier wegnehmen, dass der Kragen hier sauber durchkommt. Schauen wir mal, wie hoch der hier geht. Sind vielleicht nur Details, aber ich finde das eigentlich immer ganz gut. So. Was mir auch nicht gefallen hat, das waren die Hufe des Impalas. Die retuschieren wir jetzt auch. Dann gehen wir hier, nehmen das Gelb mal wieder weg, wegen der aufgenommenen Farbe, machen eine Retuscheebene. Zum Impala. Genau. Dasselbe Spiel. Feld zeichnen. Den Huf. Genau, den Huf. Hier ein bisschen noch bereinigen. Den Schatten nachher noch
unter dem Huf auf dem Kopf ein bisschen verstärken. Auch hier diese weiße Kante gefällt mir nicht. Das machen wir jetzt auch gerade weg. Und auch der Huf, der gefällt mir so noch nicht. Ist mir auch irgendwie noch zu unscharf. Schauen wir mal. Seht, ich zeichne noch sehr viele Dinge, wollte ich sagen. Das kommt daher, dass ich eigentlich auch vom Zeichnen komme. Und das auch sehr gerne mache. Sicher gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, wie man das dann ergänzen könnte. Man hätte es natürlich auch von vorne weg wahrscheinlich einfach besser ausschneiden können oder noch die Vorlagen scharf zeichnen. Für mich ist das auch immer noch so ein schöner Optimierungsschritt, diese Endretusche oder diese finale Überarbeitung mit dem kleinen Pinsel. Hier so diese ganzen kleinen Details, die mir nicht passen. Da gehe ich. Ich mache das eigentlich gern. Ich gehe da gern noch drüber. So. So finde ich die Hufe besser. Okay. Können wir da wieder das Gelb drüber setzen. Und dann haben wir noch hier im Impala in den Augen noch ein bisschen das Licht von der Seite, dass ich gerne hier noch ein bisschen stärker hätte. Das machen wir jetzt mal. Probieren wir mal, das so einzuzeichnen. Dass das Licht eben von der Seite kommt. Kann sogar ein bisschen noch heller sein, ein bisschen weißer. Ja, und hier vielleicht auch noch ein bisschen das von der anderen Seite, nicht ganz so stark. Da ist der. So. Wunderbar. Das, was mir noch aufgefallen ist hier, das hat mir noch nicht gefallen, dass hier noch so ein bisschen Fell fehlt. Da gehen wir jetzt nochmal den Geparden, auch wieder auf diese Retuschebene. Das könnte ich mir jetzt fast mit dem Stempel ein bisschen reinzeichnen hier. Ein bisschen faul, ja. Durch die Licht und Schatten, die ich eingebaut habe, haben sich hier auch so Farbebenen noch eingestellt, beziehungsweise Farben reingeschlichen. Und diese Farben werde ich jetzt dann auch noch rausmachen, wieder das ein bisschen einander angleichen, weil mir hier das auch nicht so gut gefällt. Und das machen wir einfach mit einer Farbebene oder mit einer leeren Ebene und Einstellung auf Farbe und dann korrigieren wir das noch. Aber jetzt mache ich erst noch hier diese kleinen Details. Ich glaube, das kommt jetzt schon ganz gut. Was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht auf die falschen Einzelebenen geht. Hier beim Freistellen ist hier bei der Motivfreistellung hat es mir hier wohl ein bisschen was der Hörner rausgehauen. Das male ich mir jetzt ganz frech. Einfach wieder dazu. Der ein oder andere würde sagen wahrscheinlich jetzt, hey, das sieht dann nachher, okay, die Teile vielleicht schon, aber einige Sachen, das sieht man ja doch gar nicht nachher. Ich denke, kann ja immer mal sein, dass man das dann sich selber vielleicht auch ausdrucken möchte. Und wenn mir das dann fehlt dort, mir fällt das dann auf.
Mir ist jetzt eh so, dass demnächst einige meiner Werke, ja, eine größere Auswahl von fast 45 Bildern, online bestellbar sind bei iCanvas. Wenn das Video fertig ist, wird das wohl auch schon soweit sein. Den Link poste ich aber dann vielleicht auch noch gerade dazu. Und dort ist dann immer gut, wenn ich das hier auf der Leinwand hängen habe, vor mir hängen habe, und das ist nachher dann, sind so Details, die mir dann doch nicht passen. Ich ärgere mich dann hinterher, wenn ich was einfach weggelassen habe. So, was haben wir hier noch? Das sieht auch noch unsauber aus. Das scheint mir direkt auf dem Gepard auf dem Arm zu sein. Ja, auch mal wieder unsauber gearbeitet. Arme hier, gut. Dann gehen wir mal hier drunter. Nehmen das auch noch weg. Ja, ja. Gut. Das soll es doch erstmal gewesen sein. Hier hatten wir noch ein bisschen was, was mir nicht gefallen hat. Da gehen wir jetzt nochmal zum Impala auf die Retuscheebene. Nehmen diesen Grasfell, was auch immer, Pinsel. Und dann male ich mir hier noch ein bisschen drüber. Das ist ein bisschen weniger geschlossene Fläche, sondern na, nicht ganz so viel. Ein bisschen realistischer noch aussieht. Und hier auch dieses Gelb, das stört mich jetzt noch. Dann gehe ich jetzt hier noch drüber. Und zwar nehme ich hier, wo mache ich das? Einfach mal hier oben drüber, neue Ebene. Modus Farbe. Okay. Setze die mal hier oben drüber. Leichte Schattierung. Und dann kann ich hier mal hier die Farbe aufnehmen und nehme dieses grünliche Gelb wieder weg. Das sieht dann doch ein bisschen komisch aus. Das hat mir nicht gefallen. Hier auch noch. Genau. Und hier vielleicht sogar das ganze zu gelbliche auch noch ein bisschen einzeichnen. Einfach auf dem Impala. Was haben wir denn noch? Dasselbe auf dem Geparden. Genau. Hier nochmal eine Ebene drüber. Auch auf Farbe einstellen. Nehmen wir hier so einen Braunton. Oh, zu viel. Das war's für den schon. Wunderbar. Das sieht doch schon mal super aus. Ich denke, das war's hier dann mal soweit mit den einzelnen Retuschen. Ich würde das jetzt mal so lassen. Und denke auch, dass Licht und Schatten soweit eigentlich stimmig sind für mich. Muss mal schauen, ob mir dann noch irgendwo später was auffällt. Aber grundsätzlich gehen wir jetzt mal noch auf den letzten Schritt. Und das ist die ganze Sache in den RAW-Entwickler zu packen. Machen hier das Gelb mal noch drüber. Genau. Ja, ich denke, das passt so. Also gut, dann Alt und hier auf sichtbare Ebene reduzieren oder Shift, Command und E. Kann man auch machen. Nein, Alt, Shift, Command und E war das ganze Zauberwort.
legt mir alles zusammen in eine Ebene. Dann mache ich mir hier ein Smart Object draus und kann dann im einfach non-destruktiv im RAW-Entwickler hier das Ganze noch ein bisschen verstärken. Da schauen wir mal, was wir da noch ein bisschen rausholen können. Mal schauen, was mit den Lichtern auf den Shirts. Die nehme ich in dem Fall ein bisschen runter, dafür den Weißanteil ein bisschen höher. Dann kann ich mal schauen, die Farbtemperatur vielleicht noch ein bisschen gelber. Ja, wie sieht es mit den Tiefen aus? So in etwa. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen Struktur, ja, so ein bisschen Feldstruktur würde mir noch gefallen. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann können wir mal schauen, ob wir es noch ein bisschen schärfen. Minimal. Mal schauen. Alt-Taste gedrückt und hier zum Beispiel die Maskierung zeigt mir, was wird alles geschärft. Genauso auch. Hier sieht man nicht so viel, aber beim Maskieren sieht man das eigentlich relativ deutlich. Das ist gut so. Und ich könnte jetzt hier im Farbmischer noch vielleicht auch das Blau rausnehmen. Mal schauen. Na, es ist vielleicht eher so, sind es die Aquamarintöne im Gesicht. Nicht mal das. Also das kann man auch dann wirklich so lassen. Na, ein bisschen aus den Hörnern. Das schwächen wir ein bisschen ab. Gut. Das Gelb vielleicht noch ein bisschen. Na, eher so orange. Ja, genau. Sehr gut. Das Color Grading lasse ich jetzt in dem Fall mal aus. Hier könnte man jetzt noch anfangen, wirklich viel zu spielen. Helligkeiten, in den Helligkeiten dann noch hier das Ganze auch noch ein bisschen. Obwohl, oh, das kommt doch noch ganz gut. Nehmen wir hier noch ein bisschen mehr Orange rein. Und hier sind wir. Tiefen. Na, das lassen wir mal. Den Lichtern. Die lassen wir im Prinzip auch mehr oder weniger. Ich würde das jetzt einfach mal so lassen. Finde das eigentlich ganz gut so. Und wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen eine Körnung reinrechnen, dass wir alles noch ein bisschen auf eine Ebene zusammenbringen. Schauen wir mal, wie viel es verträgt. Ja, das ist ganz gut. Na, wunderbar. Okay. Schauen wir uns das Endergebnis mal an. Ja, noch ein bisschen eine stärkere Sättigung. Finde ich gut. Ein bisschen gelb eingeleuchtet. Wunderbar. Ich würde jetzt hier nicht mehr machen. Sicher könnte man immer wieder noch da und dort noch Details einzeichnen, aber ihr habt ja jetzt gesehen, wie das geht und muss euch nicht jeden zusätzlichen Strich auch noch hier nochmal zeigen, falls ich da noch etwas machen würde. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß beim Zuschauen, konntet ein bisschen nachvollziehen, wie meine Kompositionen gerade in Bezug auf diese Tiere hier entstehen. Und wie man das einigermaßen realistisch platzieren kann und zusammensetzen kann. Mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt dann demnächst auch auf das Posten von diesem Motiv und wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. In dem Fall bleibt spielsinspiriert und eine kreative Zeit für euch. Bis bald. Ciao.